damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir haben ja im letzten Part ein bisschen Herzen gesucht, sehr viele Herzen gefunden, Schwertmeister gesucht. So, jetzt gehen wir auf Schwertmeistersuche und zwar richtig heftig, denn wir müssen ja noch, um genau zu sein, 5 Schwertmeister oder so finden. Fangen mit dem ersten an und der ist sozusagen da, wo wir schon mal waren, wo wir natürlich uns so verirrt haben. Aber das war eigentlich lustig. Also ich fand es lustig damals. Ich habe so ein Gefühl, ich gehe manchmal schneller, manchmal langsam. Kommt mir das nur so vor? Oder? Nö, es kommt mir nicht so vor. Ja, wie dem auch sei. Also. Blöd, Mann. Wir laufen jetzt hier erstmal zu unserem ersten Schwertmeister, der uns etwas beibringt, was uns vielleicht helfen kann. Und dafür müssen wir einfach hochklettern. Wer sich noch daran erinnert, hier waren wir einst. Hatten Probleme hier. Aber was war das? Derste Probleme? Ah, hier fallen Steine runter, okay. Es ist so lange her, als ich das letzte Mal hier war. Sehr lange. Also, wir müssen erstmal hier hochklettern. Das ist die simple Geschichte eines Let's Plays. Wir klettern an den Berg hoch. Und manche klettern den Berg weiter hoch. Manche bleiben an einer Stelle stehen und rasten da lange. Ja, und hier waren wir auch schon mal. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ich kann mich erinnern. So. Fail, ne? Ja, fail. Ich kann mich erinnern. Und zwar war das damals, als wir uns noch nicht so verteilen konnten. Jetzt können wir es. Ja, wir haben es total vergessen, ne? Wir wollten eigentlich hier nochmal hinkommen, ich weiß. So. Und hier, ein halbes Herz sogar wieder. Ja. Wir haben, vielleicht finden wir noch ein Herz im Laufe der Schwertmeistersuche. So, er wird auch Fragmente verteilen. Ja, lass uns versuchen. Und ich bin total dafür, weil damit schalten wir neue Gegner frei. Oh, nö. Ja, du hättest gerne mal Glück. Ja, okay, komm. Ausnahmsweise. Weil du so eine Kampfpose machst, während du Fragmente verteilen willst. Das ist so putzig. Oh, sorry, Leute. Ja, und da, wo jetzt ist, da wartet sogar noch ein Schwertmeister, soweit ich weiß. Unglaublich aber wahr. Dort oben, in der geheimen Welt von Tavanta. Werden wir auch noch hinkommen? So, ich spüre die Kraft und jetzt. Ich bin Maximus, der wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, nein, danke. Ja. Wohlan, ich... Ja, die Wirbelhieb. Kacke. Ich habe mir das alles einmal genau angeguckt, was das alles genau ist. Und muss sagen, manche Sachen sind gut, manche sind schlecht. Deswegen mache ich alle, weil die letzte Attacke ist die beste. Und sie ist wirklich so gut. Sie wird uns vielleicht helfen. So, hier kommt das Beispiel. Bam! Aber ist nicht schön. So, jetzt versuch es selbst. Ja, ich weiß. Ey, ich spiele das Spiel seit 36 Parts und du erzählst mir hier einen von... Oh, verdammt. Hä? Ah, ich sollte vielleicht auch die richtige Taste drücken. Hallo! Ah, geht doch. So. Sehr gut. Ich überreiche dir die Schriftrolle. Und ja, ist sowas von egal. Hier müssten Rubine drin sein. 50 von der Zahl. Also sehr viel Milch. Hier auch. Yay! Rubine, was für ein Wahnsinn, ey. Unglaublich. So, und jetzt auf in die nächste Welt, also in die geheime Welt von Tavanta, holen wir uns noch ein Herzteil. Und ebenfalls, ja, die nächsten Schwertkünste, ne? Ein Glück, dass wir das Windmal da schon aktiviert haben, weil sonst hätten wir ein langes Problem gehabt. So, wir brauchen natürlich den Superspeed-Lauf, weil sonst geht hier gar nichts. Und ich, ja, wir hatten Glück. Sonst gehen wir hier noch unter. So, wir brauchen auf jeden Fall, da war eine Snake, ich habe die gesehen. Oh, was hat die denn gefressen? Friss meinen Laser! Danke. Nein! Ich habe vorhin gesehen... Ah, da ist er! Ah, ich bin Magnus, der Erste, Größte und Beste. Und mein Training ist unvergleichlich. Ja, wir wollen trainieren. Denn heute haben wir einen trainierenden Part. So, denn ich werde dir die höchste Schwerttechnik lernen. Die große Wirbelattacke. Ja, okay, ich weiß. So. Ja, ich weiß, ich... Muss ich jetzt Marionettentechnik? Och nö, komm. Was schön an dieser Attacke ist, schaut euch das an.
Wir laden unser Schwert auf und können uns rumwirbeln. So. Das Gute dabei ist, wenn wir in Kämpfen sind, können wir Randale machen. So. Beachtlich. Nur als wahrer Kämpfer besteht Training von Magnus dem Ersten. Ja, ja, du brauchst mir das nicht geben. Ich merke mir das auch so. Ich meine, wer das Böse vernichten will, und das Böse ist ja riesig, ne, wenn man es so überlegt, der schafft auch sowas. So. Okay, jetzt müssen wir gucken. War nicht hier auch irgendwo ein Herz? Oh, das war ein... Das war jetzt heftig. Da wir schwimmen können, ist das alles jetzt einfacher hier. Ich hoffe, hier war ein Herz. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Oder war hier kein Herz? Ich glaube nicht. Oder glaube ich doch? Ich weiß es nicht mehr. Ne, ich weiß es nicht mehr wirklich. Ich weiß nur, was hier überall Gegner sind. Und, eine Höhle. Friss mein Laser. Oh, komm. Friss mein Laser, du Arsch. Und ich laufe nochmal voll rein. Da war ich aber schon nebenan. Okay. Das wird eine goldene Schlange. Ja, das sieht mal interessant aus. Eine goldene Schlange. So. Und da ist unser Laser voll. Okay, ich habe es auf die goldene Schlange abgesehen. Vorhin hat sie es auf mich abgesehen. Oh Gott, komm. Oh, ja, sie hat es auf mich abgesehen. Aber was ist denn nicht... Was geht denn mit dir ab? Alter, habe ich die freigeschaltet? Und ein Glücksfragment. Yeah, ein Glücksfragment. Eins der vielen. Und fucking off, ey. Komm her. Was hast du für Kraftenergie und so? Hallo, hast du Bock zu sterben? Heute stirbst du nur mit mir. Danke. Was kriege ich jetzt? Ein paar Rubine. Oh, 100 Rubine. Nett. Hatten wir hier schon die Mauwurfshandschuhe? Sehe ich gerade da. Ja, nett. Einen Moment. Super. So. Ein Glück, dass wir ein paar Pfeile haben, weil sonst hätten wir hier ein Problem. So. Komm. Bam. So. Die Reise geht weiter auf Schuhen. Und hier ist das eine Herz, was ich meine. Genau. Ja, ich habe mich halt noch ein bisschen so umgeguckt, wie ich an die Sachen rankomme. Und ja, da kommt man so ein bisschen umher und ja. Vielleicht finden wir wirklich noch ein 14. Herz. Ich weiß nicht, ob ich eins gefunden hatte. Ich hoffe mal ja. Aber sicher bin ich mir nicht wirklich. Auf jeden Fall ist hier ein Schwertmeister. Ich bin Austin und ich glaube, hier kann ich noch nicht trainieren, ne? Ah doch! Ja, yay! Super, schneller, schließ deine Augen und Wirbel. Haha, jetzt kannst du die Wirbelattacke schnell machen, kein Scherz. Finde schnellere Wirbelattacke und das heißt? Nein, das heißt es nicht. Ich glaube, der Strahl geht jetzt ein bisschen schneller. Hui! Das heißt es, glaube ich. So. Okay. Dann müssen wir wieder nach Hyrule zurück, um uns mit jemandem Fragmente zu vereinen. Die wir ganz ignoriert haben. Ja, ich habe ja so ein Problem mit meinem Fragmentenverein. Habt ihr ja alle gesehen im Let's Play, ne? Ja, nee, Fragmente fein. Wer macht denn das? Ich sollte mein Schwert mal wieder ausrüsten. So. Hier ist noch alles normal. Fatih hat noch nichts Böses gemacht. Ich hoffe, jetzt passiert hier nichts Storymäßiges. Die Tür ist zu super. Wir müssen uns wieder hinten rumschlagen. Na, was hier? Na, hier war ein Herz, genau. Kein Glück, dass wir das schon gesammelt haben. Andererseits traurig, weil so, ja, finden wir vielleicht doch kein Herz mehr. So. War hier der Typ? Ja, hier war der. So, du willst Fragmente fallen? Gerne. Lass uns versuchen. Er möchte so ein Fragment. Ein Glück, dass wir viele Fragmente auf unserer Reise gesammelt haben, denn jetzt hätten wir ein Problem, wenn wir, ja, nicht so viele hätten. Und jeder Skill, würde ich sagen, ist ja auch ein bisschen Gutes dabei. So, da wartet der nächste Schwertmeister. Bam. Wow! Da wartet er am Seelawasserfall. Und zwar unten. Jetzt passen sie zusammen. Ich spüre die Macht.
Ja, ich spüre auch die Macht, aber nicht auf deine Weise. Glaub mir. So, ich muss mal gucken. Mir fällt gerade sowas nebenbei ein. Und zwar, ob wir da das Herzteil schon haben, wo ich denke gerade, ob wir es da schon haben, weiß ich nicht. Ob das jetzt eine Fail-Aufnahme war oder nicht. Ja, nach so viel Zelda-Parts, ne? Da weiß man das nicht mehr ganz. Wir haben es nicht. Ja, was soll man dazu sagen? Hui, jetzt noch ein Herzteil, dann ist alles prima. Haha, ihr seht mich nicht. So, ein Glück, dass ich da nochmal hingegangen bin. Das Herzteil hätten wir gut gebrauchen können. Ich bin froh, dass wir es eingesammelt haben. So, nördliche Ebene von Hyrule. Oh, was? Was? Warum kommt die da raus? Und dann will sie nicht zu mir, ne? Blöde Fee, ey. Ja, egal, soll nicht mein Problem sein. So, wir müssen jetzt erstmal zum See. Also zum See da. Hier, ja, da. Der hier oben ist, ja, kannst du ruhig rauskommen, wie du willst. Interessiert mich so ein Dreck. Ich bin froh, dass wir jetzt, ja, hier sind. Und wer hätte gedacht, dieser Fahrstuhl, da oben war das Herz gerade noch. So, und wie man hier sehen kann, ein neuer Schwertmeister, der leider hier kein Herz hat. Leider aber nur, haha. Ah, ich bin Dustin, der meiner beste Schwertkämpfer von Ruhe. Wenn du bei mir trainierst, kannst du nur deine Kräfte. Was ist? Willst du bei mir trainieren? Ja, bitte. Ja, ich zeige dir, wie du noch schneller auflädst. Das, damit es nur geht. So, wichtig, Augen schließen, plötzlich mein Bild. Oh, multipliziert. Bam! Yay! Haha, jetzt multiplizierst du dich im Nu. Das ist kein Scherz. Lüge und Wahrheit sind die zwei Seiten einer Medaille. Bündel deine Energie. Yay, ich lüge und werde schneller. Ich sollte mein Schwert ausrüsten dafür. Und... wow. Das ging schnell. So, aber wir wollen noch schneller werden. Wenn es, glaube ich, noch schneller geht. Ich weiß es nicht. Hier war, glaube ich, auch ein Herzteil, aber das haben wir schon. Leider, haha. Aber egal, wir werden noch ein Herzteil suchen. Vielleicht nicht in diesem Part, aber dann im nächsten Part. Und dann geht's ins letzte Schloss und dann haben wir es geschafft. So. Also, wir müssen jetzt erstmal auf die andere Seite wieder rüber. Machen hier die kleine Rally. So, sim. Oh, Slowdowns. Aufs Übelste. Ah, heute hat es irgendwie, ne? Hört man zwar nicht in der Musik, aber... ja. Aber ansonsten, man sieht es ja eigentlich. So. Und hier ist der letzte Schwertmeister. Da, wo wir angefangen haben. Wie spricht man den anderen so? Ich bin Justin. Ja. Was ist? Willst du bei mir trainieren? Habe ich jetzt ja gesagt? Ja, habe ich. So. Okay. Also, schieß in den Augen, stell dich. Und. Muahaha. Wirbel, 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 wirbel. Shazam. Haha. Jetzt hält deine Wirbeltecke noch länger als an. Ja. So. Wirbel. Das will ich jetzt selber mal testen. Da wir eh schon so einen schnellen Strahl haben. Wuhu! Alter. Okay, das ist lange. So, wo könnten wir noch ein Herzteil finden? Ich könnte mir ahnen, wo. Und zwar muss ich erstmal gucken, ob meine Theorie stimmt. So, wir sind jetzt natürlich Ultraskill. Ultraskill und seine Bande. Und ich hoffe, meine Theorie stimmt wirklich, weil, wenn die nicht stimmt, dann ist schade. So. Dafür müssen wir aber einmal hier durchgehen. Und dafür soll der Geist sterben. Nein! Wieso? Geist stirbt. Oh, oh, scheiße. Was, um Himmels Willen? So, du bleib weg. Definitiv. Hier müssten Schilder stehen, genau. Ich muss noch mal gucken, was die Schilder sagen. Oben. Ich glaube, oben. Links. Ich glaube, ich weiß das noch auswendig. Links. Oben. So, hier müsste ich gucken. Also für mich erstmal den Geist loswerden, weil ich glaube, der wartet auf mich gerade. Rechts. Und dann wie vor, genau.
Und dann nochmal nach oben. Genau. So. Haha. Und hier waren auch nochmal Geister. Aber das macht nichts. So. Und denn. Bisher, genau, dann ist hier ein Geist. Was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, mein kleiner Bruder lebt in der Stadt Heilbuhl. Er treibt Schabernack, was ihn wohl angeht. Ja, will ich machen. Und zwar, wenn wir das machen, könnte gut sein, ich weiß es nicht gerade, aber da ist der Bruder, den kennen wir noch halbwegs. Warum habe ich nur bisher so viele Schabernack getrieben? Ich fühle mich erfrischt. Ich glaube, ich werde erleuchtet. Also, Nack, ich erwarte dich im Nirvana. Und weg ist er. Ich ahne etwas. Und das nämlich da genau. Oh, sie passen zusammen. Ich glaube, gleich passiert was. Der Geist hat es auf mich abgesehen, ne? Hüte dich vor mir! Oh. Komm her, danke. Ich weiß nicht mehr, wo der Geist war, genau. So. So, wir sind wieder in der Stadt Hyrule. In der schönen kleinen Stadt Hyrule. Kleine Großstadt, klein, ganz klein. Ja. So, wo könnten noch Herzteile sein? Wir müssen erstmal klein werden und das werden wir am besten hier. So. Bam. So geht's schneller. Und dann machen wir uns erstmal klein eine Runde. Und dann geht es nach als Mini-Me. Geht's dann weiter. Heute noch am besten. Danke. Wuhu. Was? Wenn du klein bist, musst du Acht geben. Nicht alle sind so nett wie ich. Manche greifen dich auch mal ganz plötzlich an. Aber du doch nicht, ne? Du willst aber Fragmente weinen. Wuff, probieren wir es mal. Ja, komm, ich mit dem Köter mache ich jetzt... Ja, was Wunderbares mit Worf. Hey, Worf, was geht? Oh, was ist das? Eine blöde Kiste mit einem neuen Fragment drin. Aber da war ein, ja, komisches Teil. Ich bin Mini. Und jetzt können wir nämlich hier durchgehen. Was haben wir hier? Wow. Wow, Vergewaltigung! Du hast mich hier gefunden, Gacker. Ich verwahre heimlich Anjus Glücksfragment. Was? Nein, ich habe es nicht gestohlen. Ich verwahre es heimlich. Du willst Fragment verleihen, Gacker? Ja, wollen wir. Yay, ich jetzt auch noch mit dem Huhn, ey. Es wird ja immer erleuchteter. Ach komm, wo ist das denn jetzt wieder? Ach so, da! Das passt perfekt, Kikeriki! Oh, Vergewaltigung! Nein! Oh Gott, das ist ja. Das ist ja heftig! Guck mich nicht so an, Köter! So, und da sind wir auch dann schon wieder groß! Also mit unserer schönen grünen Mütze. Ich glaube, vielleicht ist ja in dieser ganzen Kacke auch noch ein, so ein wirklich ein Glücksfragment bei. Hoffen tue ich es natürlich sehr, aber ich glaube nicht unbedingt. Andererseits, was ich natürlich sagen muss, hier wurden wir. Aber das interessiert ja gerade nicht. Was ich natürlich sagen muss, hier ist nochmal so ein Windmal. Oh, super, das hat es jetzt auch voll gebracht, hier hinzugehen. Okay, auf ein neues. Und diesmal gehen wir weiter nach oben und dann weiter nach rechts. Wir müssen nämlich noch zur Lolo Farm. Östlicher Hügel. Ja, haut euch wieder ab. Mich interessiert eh euer Schabernack da nicht. So. Hier ist die Lolo Farm? Hier? War das wirklich hier? Ich weiß gerade selber nicht, wo ich genau bin. Whee, wofür das dient. Ach so. Ja, klar. Ja, doch, klar. Ja. Bringt's auch voll hier oben. Ach, hier. Okay.
Problem gelöst. Will ich mal sagen. Okay, wir sind jetzt auf der Lolo-Farm wieder. War mir eins schon mal. Und hier müsste eigentlich dieser Glitzerbaum sein, ne? Ja, genau. Bam! So. Ja, ein Geheimnis wurde gelüftet. Wir sind wieder klein geworden. Und hier war die Kiste, das weiß ich. Oh Gott, wir rennen einfach... Oh, was ist denn hier los? Natürlich, natürlich. Oder war hier... Yeah! Ja, okay. Danke für diesen... Was war das letzte dafür im Teil gerade? Ist mir auch egal. Wir haben ein 14. Herz gesammelt. Ich bin zufrieden. So, und jetzt lüften wir noch das letzte Geheimnis in diesem Part. Und zwar, was passiert, wenn wir alle Fragmente auf unser Schwert übertragen? Verdammt. Und dafür müssen wir nochmal zu Hyrule. Denn alle Wege führen dahin. So, dafür müssen wir uns Ausweichkünsten und alles stellen. Und darauf habe ich keine Lust. Ich hasse diese Ausweichnummer. Vor allem ändert sie sich nie. Ich glaub's auf... Wie? Du triffst mich. Dum, 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 bam, badam. Nö, die ändert sich nicht. So, wir warten, bis der da weg ist. Da dreht sich nämlich jetzt wieder im Uhrzeigersinn. Ne, gegen Uhrzeigersinn sogar. Dann gehen wir hier runter. Gehen einmal dahin. Machen den hier. Und damit haben wir das schon geschafft eigentlich. Ja, haben wir. Also so schwer ist das nicht. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Oh, hier waren Feen. Ja, dann war es doch die erste Tür. Nun ja, dann haben wir halt noch eine Fee gefunden. Macht nichts. Wir haben 14 Herzen. Ich fühle mich glücklich. Bam. Oh, die Musik ist schon düster. Aber ich glaube, die war hier immer so düster, ne? Oder? So, ups. Sorry. Sehr viel sorry. Ich habe mich verdrückt aus Versehen. So, das letzte Geheimnis wird gelöst. Was passiert, wenn alle Schwerter verbunden werden? So. Die Tür ist zugegangen. Mal wieder. Da ist es nun. Das grüne Element. Wobei ich mich frage, warum ist das Bergelement eigentlich lila? Wo war das rote, das Bergelement? Und das blaue war der Tropfen. Und das erste ist das Giftbüsch. Ach so, Gift, Feuer. Stimmt, das war ja Feuer. Aber warum ist grün dann Luft? Ich weiß es nicht. Das Windelement wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist es das Schwert der vier. Du kannst dich jetzt vierteilen. Yeah, vierteilen. So. Okay, und einen Strahl können wir abschießen. Was? Was hat er gerade gemacht? Oh. Holla. Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie zu dem Raum, in dem das Geheimnis des Forts verborgen ist. Masse, lass uns hineingehen. Warte mal. Eins will ich rausfinden. Wow. Wow. Macht das Schaden? Schön wär's, ne? Was haben wir denn hier? Na du, die sieht bald aus Glas. Er scheint auf einen Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Hm? Anfangsgeschichte? Was? Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Ich hoffe, das ist jetzt richtig so. Stiegen Mönche vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Also mir. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und mir. Und ja, das ist der Anfang, ne? Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Das ist ganz klar da. Nee, das ist nicht der Anfang. Das goldene Licht Force wählte so lange bei Prinzessin von Hyrule. Nee, so war das nicht wahr. Achso, so war das, nicht wahr?
du bist so unglaublich naiv, wer? Nee, da war was anderes. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich... Oh Gott, ach so. Und dann führst du mich her. Ich brauche euch nicht mehr. Er rhymed. Er ist der Dichter-Pro. Es ist Fati, die böse Ratte. Boah, sein blauer Kugellicht und Game Over? Nee, jetzt weiß ich, wo das Forst verborgen ist. Ja. Komisch, ich frage mich gerade... Massa, wach auf, Massa! Ja, ich bin noch wach. Ich frage mich gerade, wir haben das doch vorgelesen und wieso ist er auf einmal vor uns? Dieser Fati hat sich in den König verwandelt, um das Forst zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder schaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, ruht das Forst in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Forst zu entreißen. Wir dürfen das nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Nö, nö. Beeil dich, Massa. Wir müssen Fati aufhalten. Oh Gott, Rasenmusik. Rasen. Verdammt. Uncool. So. Nö, ich bleib erstmal hier stehen. Rasenmusik vorbei. Wir bleiben hier stehen, machen eine Pause und sehen uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda The Minish Cap. Und dann, glaube ich, gehen wir in den letzten Dungeon? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall meine ganzen Künste einsetzen. Meine 14 Herzen. Meinen nicht vorhandenen Laser, leider. Und bis zum nächsten Mal. Erstmal danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.